Ja, Freunde von CB Like Strains. Ich bin nach meinen letzten Videos gefragt worden, wie ich die Beleuchtung ein- und ausschalte, wie ich die Beleuchtung mit einem Knopf oder mit einem Klick komplett anmache und auch komplett ausmache. Und ja, mit den Bahnwärtern, mit den Ein-Ausschaltern. Und ja, da habe ich mir kurz überlegt, da machst du mal ein kurzes, kleines Video drüber, um euch das auch zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich würde sagen, wir fangen nach dem Intro mal locker flockig damit an. Viel Spaß! So, ich bin gefragt worden, ich würde gerne mal einen Bahnwärter aufbauen und einen Umschalter und das Ganze zeigen, wie ich das ein- und ausschalte und soll zeigen, wie ich das mit einem Ein- und Ausschalter komplett meine ganzen Sachen, die ich hier zum Beispiel in einem gelben Symbol zusammengefasst habe. Gelb ist bei mir der Bahnhof, das Blaue ist alles auf dem Berg, die Burg, Strahler, Irish Pub, alles die Beleuchtung. Und das Grüne ist im Prinzip die Industrie. Und ich kann die Industrie ja, indem ich das hier anmache, geht das jetzt hier pop, 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 alles zusammen an. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Das mache ich, indem ich hier auf Automatik gehe, mache hier alle Lichter an und kann jetzt komplett alles anmachen und natürlich auch dementsprechend wieder aus. Ich kann das aber auch, wie beim Bahnhof und bei der, nur beim Bahnhof, habe ich zusätzlich auch nochmal eingeschaltet, dass ich nur den Bahnhof einschalten kann. Das heißt also, alle Lichter am Bahnhof gehen dann an, nach und nach. Man sieht's. Chap, chap. Ja, und ich kann sie auch wieder ausmachen. Und da bin ich gefragt worden, Mensch, Sibi, zeig doch nochmal, wie du das machst. Das wäre super schön. Ja, und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. So, also gehen wir jetzt hier oben erstmal auf Editiermodus, das ist mal ganz wichtig. Und dann holt man sich hier oben im Zubehör, holt man sich mal einen Taster rein, beziehungsweise einen Umschalter. Das seht ihr hier mit diesen Dreiecken, die holt man sich mal da rein, die zieht man einfach so dann da runter, oder beziehungsweise klickt die einmal an und dann kann man die hier mit dem Schraubenschlüssel einsetzen. Und genauso holt ihr euch hier einen Bahnwärter, ja, auch anklicken. Den könnt ihr dann auch mit dem Schraubenschlüssel irgendwo hinsetzen. Und dann habt ihr die, wie ich das gemacht habe, in Reihe stehen. So, jetzt müsst ihr natürlich auch davon ausgehen, ihr müsst ja erstmal das Licht einrichten. Das heißt also, bei mir, das Stellwerk, wenn ich da jetzt mal doppelt draufklicke, habe ich hier den Namen stehen. Das solltet ihr auf jeden Fall, damit ihr dann auch wiederfindet. Hier Name Stellwerk. Dann im Anschluss habe ich bei mir die Adresse 229. Das heißt also, bei der Adresse 229 an aus geht das Licht an. Das kann ich auch hier testen. Ja, ihr seht, hier auf der rechten Seite geht noch direkt der Bahnwärter an und ich mache das wieder aus. Hoppala. So, und dann geht auch der Bahnwärter wieder aus. So, dann richtet ihr das hier ein, Loconet 229 im Anschluss, also dieses Digitalsystem, was ihr natürlich habt. Bei mir ist es Loconet, Adresse bei mir 229. Umschaltername ist Stellwerk. Warum ihr das beschreiben sollt, zeige ich euch oder werdet ihr gleich mitkriegen. So, dann habt ihr das schon mal eingerichtet. Ja, also wie gesagt, hier ist hier der Anschluss und dann kann ich das hier nochmal testen. Alles schön. So, dann habt ihr den Bahnwächter daneben gesetzt, so wie ich zum Beispiel, oder da oben drüber oder links oder rechts oder was weiß ich, wo ihr die hinmacht. So, da klickt ihr dann auch nochmal doppelt drauf. Da ist im Allgemeinen zu sagen, dass ihr da nichts einsetzen braucht. Hier könnt ihr unter Symbol, wir sind auf der ersten Seite Allgemeines, unter Symbol verschiedene Farben machen. Den könnt ihr rot machen, den könnt ihr grün machen, den könnt ihr gelb machen. Da gibt es auch mit Sicherheit im Internet noch andere Farben für, ansonsten bastelt ihr die selber. Das ist hier einzutragen. So, Auslöser, und jetzt wird es interessant, noch geht ihr auf Zubehör, hier oben, ja, dann sucht ihr hier, und jetzt wird es interessant, deswegen beschreiben, hier stehen die ganzen Sachen alle. Jetzt suchen wir ja hier das Stellwerk, das ist meistens hinten bei S, hier, da ist das Stellwerk, ja, so. Das zieht ihr jetzt einfach
rechts rüber in dieses Feld. So, jetzt habt ihr den auslösenden Zustand, der ist ja jetzt hier an, es leuchtet ja, also muss dieses Dreieck nach rechts zeigen oder in eurem Fall nach links, wie ihr das gerne hättet. Bei mir ist es jetzt nach rechts, das heißt, wenn der an ist, geht dann nach rechts und überprüft hier, kommt ein Und rein, ein Und-Zeichen. Ja, so, das heißt also, ihr habt aus, an, aus, an, wenn ihr da doppelt drauf kriegt. Ja, so. Das heißt also, der Auslöser, wenn das Lämpchen angehen soll, ist die Stellung rechts. Ja, so, dann könnt ihr zum Beispiel da auch noch mehrere, ihr könnt jetzt da auch zum Beispiel auch den Strahler einsetzen. Den könnt ihr jetzt dann noch hinzufügen. Ja, dann heißt es hier, das Ding geht an und das muss aus sein. Aber völliger Blödsinn, braucht man nicht. Also, um euch nicht zu verwirren, der betroffene Zustand ist der auslösende Zustand. Das heißt also hier, das Lämpchen ist an, also geht das bei mir rechts rum. Ich habe das so gemacht, alle nach links sind aus, alle nach rechts sind an. So, soweit, so gut. Also habt ihr jetzt schon mal hier euer Stellwerk programmiert. Wenn ihr hier auf die rechte, den Schalter nach rechts legt, dann ist halt einfach an, nach links ist aus. So, jetzt habt ihr hier, seht ihr ja den Unterschied, das ist ein Ein- und Ausschalter. Ich gehe mal mit der Maus drauf, dann seht ihr das auch. Da, Ein- und Ausschalter. Ja, und auch wieder der Bahnwächter. So, der Bahnwächter. So, ich sage mal Wächter. So, hier ist zu sagen, Name wieder eingeben, Bahnhof ein, aus. Ja, damit ihr den noch gleich wieder findet. Ja, ganz wichtig. Hier ist das Symbol aus, an. Also der Ein- und Ausschalter. Und im Anschluss habt ihr eigentlich nichts zu suchen. Da ist einfach nur der Anschluss. Bedingungen steht nichts drin, Operationen. So, und jetzt wird es interessant. Hier kommen im Prinzip die rechte Seite, die ganzen Operationen rein, die ausgeführt werden müssen. Das heißt also, bei mir, ich habe jetzt hier auch wieder hier oben in Zubehör. Da kommt wieder der ganze Kladderadatsch von der linken Seite auf die rechte Seite. Das heißt also, wenn bei mir der Einschalter getätigt wird, ja, das heißt hier steht ihr auf Ein, dann seht ihr, dass die ganzen Sachen auf rechts stehen. Ja. Ist der im Auszustand, seht ihr, sind die ganzen Sachen auf links, also auf Aus. Das ist der auslösende Zustand. Auslösender Zustand ist auf Minus, also aus, alles aus. Ihr seht, hier ist alles auf links, die ganzen Dreiecke auf links. Wenn der auslösende Zustand jetzt auf eingeschaltet wird, ihr müsst dann auch auf beiden die Dinge einsetzen. Wenn ihr auf aus habt, müsst ihr die Dinge alle rüberziehen, die ausgemacht werden sollen, und hier alle auf ausstellen. Ich kann die ja hier auch auf einstellen. Ja? So. Und auf der anderen Seite, wenn das Ding eingeschaltet ist, müsst ihr hier natürlich sehen, dass alles auf rechts ist. Jetzt habe ich das bei mir so gemacht, wenn ich sage, jetzt macht die Bahnhofsbeleuchtung ein, geht bei mir die Unterführung an, das Stellwerk an, die Bahnhofmitte, was immer das heißt, dann kommt eine Verzögerung von 2 Sekunden, dann kommt der Bahnhof links, kommt Bahnhof rechts, dann also Bahnhofmitte heißt die Mittelhalle, dann kommen links und rechts von der Mitte, dann ist wieder eine Verzögerung von 2 Sekunden, dann kommt Bahnhof links und rechts, also ganz außen das Licht, der Bahnsteig vom Bahnhof rechts wird beleuchtet, wieder 2 Sekunden Verzögerung, das Bahnsteigdach, die Bahnsteiguhr und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, so, das wird alles angeschaltet, wenn ich diesen Knopf drücke. Und wenn ich diesen Knopf drücke und alles an ist, soll natürlich der Bahnwärter auch wieder angehen. Da klicke ich jetzt wieder doppelt drauf und da macht ihr auch diese und betroffener Zustand rot, leuchtet, und Bahnhof ein aus ist auf diesem Zeichen. Das heißt also auf ein. Ja? Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Und dann macht ihr zu. Dann habt ihr im Prinzip diese Sache programmiert. Und dann könnt ihr die einzelnen Dinger da unten runter, aber wie gesagt, immer dran denken zu beschriften. Ja, und dann diese Schriftstücke hier, diese Beschrifterei, jetzt habe ich schon mal wieder schön was gemacht. So, holt ihr auch hier oben in Zubehör und da steht Text.
Da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr da diesen Text einfügen und wie auch immer ihr dann machen wollt. Ja, ich denke, ich habe alles so weitestgehend verständlich oder halbwegs verständlich erklärt. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und dann bis zum nächsten Mal. Eigentlich ist es keine Hexerei, weil ihr einfach wirklich beachten müsst. Was ihr wirklich beachten müsst, ist das Ganze vernünftig zu beschriften, damit ihr dann auch wieder findet im Zubehör. Wenn ihr im Zubehör nicht findet, sucht es über allgemein, da ist es auf jeden Fall irgendwo drin in den einzelnen Fächern oder Reitern vielmehr. Ja, wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, lasst es mich wissen, dann versuche ich es anders zu erklären oder euch zu schreiben. Und dann kriegen wir das schon irgendwie gemeinsam hin. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht für alle, die es angegeben hat. Es ist nicht immer was für jeden, aber wenn gewünscht wird, dann versuche ich das auch umzusetzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. So, dann würde ich sagen, macht es gut, schwenkt den Hut, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Sili. Bis dahin, ciao, ciao.